passiert. Da ist schon ein bisschen Risiko dabei. Er versucht schon das Beste im Aufschlag reinzubringen. Ausspielt. Weltklasse-Tischtennis hier von Simon Gauzy, der hier wieder nach vorne kommt und Ruben Fielers mächtig unter Druck setzt mit super knallharten Vorhand-Topspins und dem eisernen Schuss mit der Vorhand. Klasse Rückhand. Noch den zweiten. Drei. Und den verwandelt er. Wunderschöne Reaktion hier von Simon Gauzy, der den diagonalen Gegentopspin von Ruben Fielers klar mit von der Partie ist, dass er auch hier Vollgas gibt. Super. Parallel verwandeln. Wunderschön. Cleverer Schachzug von Fielers. Unfassbarer Ball, liebe Sportsfreunde. Was war denn das für eine knallharte Rückhand aus der äußersten Ecke der Vorhandseite. Klasse hin und den Ball. Einfach nur versuchen zurückzuspielen, was ihm aber leider nicht gelungen ist. Klasse. Schön. Wunderschön gespielt hier von Simon Gauzy auf den Gegentopspin von Fielers, der schon hier wartet, und Simon Gauzy aber die passende. Und der. Des dritten Satzes.
Und da holt. An die Tischkante gekommen ist, aber leider außen. So hoch geraten den Schubball. Wahnsinn. Klasse gesehen. Wundervoll. Führung für Gosi. Und den ersten Wahnsinn, was für eine Ruhe und eine schöne Übersicht über den Spielverlauf. Und Simon Gosi in aller Ruhe spielt er den Ball hier noch kurz. Schöner Flick. Und auch hier wird die. Drei Punkte Serie. Und Filos ein bisschen zu wenig sich bewegt hat zumal. Wunderschön. Was war das denn für ein Ball, liebe Sportsfreunde? Wahnsinn! Unglaublich! Da war ja alles dabei. Glück! Bisschen Glück und vielleicht noch ein bisschen... Und Rowan Filos macht den nächsten Fehlaufschlag und Simon Gosi gewinnt das vierte Einzel des heutigen Abends.